könnt mich platt machen. Dreckiges Stück Scheiße, ey. Warum gehst du denn jetzt aus? Du sollst nicht ausgehen. Du sollst in diesem scheiß Twitch-App bleiben. So. Ja, wer guckt denn jetzt noch zu? Blub und Zui, ne? Hier rausholen. Ich kann dich dasselbe fragen. Wolltest du hier draußen den stehenden Buddha verstecken? Woher weißt du das? Lange Geschichte. Aber du solltest ihn lieber nicht wegwerfen. Warum sprecht ihr euch nicht aus? Na, wenn du meinst. Ich versuch's. Super. Ja, können wir mal machen. Sprich mit Lilly. Wieso mit Lilly? Ladebildschirm. Aaron, was hast du dir nur dabei gedacht? Du hast doch wohl nicht... Warte, es steckt mehr dahinter. Hör dir erstmal an, was sie zu sagen hat. Aaron? Papa, dieses Ding ist sicher verflucht. Du starrst es den ganzen Tag an, murmelst vor dich hin und streitest dich. Dieser Buddha beschützt uns doch nicht. Er entzweit uns eher. Ohne ihn waren wir doch glücklich. Erinnerst du dich? Oh, mein Kind. Deshalb wollte ich ihn für immer für dich verstecken. Aber jetzt ist er wieder hier. Du hast recht, Liebling. Ich hätte wissen sollen, dass du einen guten Grund dafür hattest. Ich schäme mich so. Es tut mir leid, Aaron. Papa. Engel? Nimmst du ihn bitte mit? Du kannst ihn behalten oder einfach wegwerfen. Gut. Okay. Ich nehme ihn. Danke. Danke, Engel. Kein Problem. Ja, ich nehme euch gerne das dicke goldene Ding ab. Seid. Okay. Gebt mir euren wertvollsten Besitz. Nimm ich mit. Klar. Ich tue euch den Gefallen. Alter Schwede. Das war eine Menge. Hat sich gelohnt. Deadass. Deadass. Ich muss mir mal eine andere Dingsbums anziehen. Das könnte ablenkend wirken. So, ist besser. Wüste, Eidos, Wüste, Eidos, Wüste. Untersuche den Eingang zum Hypertube. Wüste. Verbotenes Gebiet. Mache ich das mal? Weil das nämlich noch im Dingsbums im Ödland ist. Sag Bescheid, wenn du etwas brauchst. Puh, so viel Staub in diesem Sockel. Ich
Ich mach den mal sauber, ja? Nee, passt schon. Auf zum Ödland. Ich werde aber auch nicht mehr lange machen. Irgendwann muss ich auch ins Bett. Ich will ja morgen noch zum Daniel fahren. Hau raus! Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Also mit Maldem ist es verbotene nicht. Verbotene Zone. Ja, geht klar. Verboten? Hat Orkel den Leuten verboten, dorthin zu gehen? Nein. Sieh dir das an. Da unten bewegt sich was. Was meinst du? Sieht das für dich wie ein bodenloser Abgrund aus? Bewegt sich gar nichts. Wahrscheinlich multiplizieren, oder? Aber 3 plus 7 sind 10 mal 3. Oder muss das beides sein? 37 mal 21. Lass mich mal überlegen. So, minus 928, das bedeutet, es fehlen 151. So, das sind dann 10. Nee, Quatsch. Ich komme immer noch nicht drauf. Also das erste kann ich, verstehe ich nicht. Nee, sagt mir nichts. Weil 37 mal 21 sind 777. Das bedeutet, mir fehlen noch 151 Punkte, um von der 3-7 Raute 2-1 zu sein. Ich muss noch was mit den Zahlen links und rechts machen. Warte mal.
2 × 7 sind 21. Ne, es macht auch keinen Sinn. Für jede Lösung müssen 3 Rechnungen gemacht werden. Das ist zu viel. Nee, keine Ahnung. Ich komme nicht drauf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. 37 × 21 sind 777. Egal wie ich es nehme. Wenn ich die 3 × 7 plus die 2 × 1. Drei Rechnungen. Drei plus 7. Nee, das sind 4 Rechnungen. werden nicht in einzelne Zahlen aufgeteilt. Das ist kein Weisheitsrätsel, das ist geistiger Dünnschiss. Wahrscheinlich gerade aus dem Mathebuch irgendwo rausgeholt. Koreaner halt. Nö, nee, keine Ahnung. Egal wie ich es rumdrehe und verwirre, ich komme nicht auf 928. Nee, keine Ahnung, ist mir auch egal. Google ich es halt einfach. Werden nicht in einzelne Zahlen aufgeteilt. 3, 7 plus 3, 7 mal 42. Ne, das ist auch zu viel. Das sind aber 4 Rechnungen. Nö, nee, keine Ahnung. Soll mich am Arsch lecken. Das google ich irgendwann. Ist mir zu blöd.
X gleich 37, Y gleich 21. Die Fragezeichen sind zwei verschiedene Operationen. Das sind aber theoretisch vier Rechnungen, oder? Ja, aber guck doch mal, wirklich. 21 plus 37 sind 58. Mal 58. Ja, das ist doch... Wie soll man denn auf sowas kommen? Nee, das ist zu viel. 58 mal, warte mal, 37 minus 21 sind... Mal 16? So ein Rotz. So ein Rotz. Wie kommt man denn auf so einen behinderten Scheiß, ey? Keine Freunde oder was? Also nicht du, sondern... Der muss sich das ja irgendwie ausgedacht haben. So. Das haben wir hier 71 mal 6 plus... Nee. 71 plus 6 mal... 6 plus 6 minus 71. Plus 6, soweit bin ich schon, aber das andere macht doch keinen Sinn. 6 minus 71. Oder 71 minus 6, dann komme ich nicht auf den Minusbetrag. Das wären dann 65. 71 mal 65. 4615. Glaube ich. Könnte hinkommen. Ja. Weil wenn man nach dem ersten Operator geht... Ist noch nicht lange tot. Ja, das wird wohl dieser Partner sein. Dann muss hier etwas lauern. 4605. Der totaler Quatsch. Wie soll man denn da drauf kommen, ey? Der schon wieder. Da. Oh, fuck. Thank you.
Na klar. Natürlich. Feindlichen Signale mehr. Gehen wir. Also, nachdem wir ihm die letzte Ehre erwiesen haben. Sport in Gelb? SMN, wer auch immer Zugriff auf diese Daten hat, ich habe eine Bitte. Mein Name ist Tommy und mir gehört der CT Trading Company in Xion. Ich überlasse all meine Anteile an dieser Firma meinen Kollegen Cyrus. Bitte zeig ihm, dass ich ihm nur das Beste wünsche. Im Laden der CT Trading Company beim Schrottmarkt befindet sich ein Safe. Der Code zu dem Namen ist Omega 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 Omega. Ende des Safes sind also meine Belohnung für die Person, die meine letzten Worte erbittet. Okay. Darf ich jetzt? Hier gibt's sonst nichts mehr, ne? Oh, muss ich den ganzen Scheiß hochlaufen? Och nee. Och nee, bitte nicht. Dead ass, please let me spank dead ass. Entschuldigung. Das ist bestimmt Kindergartenwissen bei den Koreanern. Die aufs Lernen und mathematische Zahlen geprägte Gesellschaft. Wie, ich hab Geld verliehen. Ich hab da Geld liegen lassen. What the hell? Wahrscheinlich mit den Zahlen so stark. Ah, yeah.
könnte das Spiel jetzt den ganzen Tag spielen, solange ich wach bin. Solange ich nicht vor Müdigkeit einschlafe. So, da will ich mir mal die Belohnung holen, mit Cyrus sprechen und dieses scheiß Zahlenrätsel da reinbringen. Irgendeinem Store gehört den. Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, welcher das ist. Nein, der ist es nicht. Hier war irgendwo, muss doch da noch was sein. Und Asana. Aarons Schließfach. Das sind die Artikel. Okay, nee. Positiv Ruhezustand. Ruhezustand ist aktiviert, okay. Wir werden wir kürzer bei Ihnen sein. Oh, komm schon, wirklich. So, Information. Werbung. Nee, Werbung will ich nicht. Ah, jetzt muss ich die Scheiße wieder suchen. Irgendwas mit ganz viel Omega, 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 Omega. Ödland, hier haben wir es doch irgendwo. Irgendwas muss da sein. Was oben? Was meinst du? Was ist? Was? So, im Laden der C&D Trading Company beim Schrottmarkt befindet sich ein Safe. Beim Schrottmarkt. Wo ist denn der Schrottmarkt? Der Schrottmarkt.
Wo ist hier der Schrottmarkt? Mornho. Mornho. Ja, es ist das Junk. Hier soll irgendwo ein Schrott. Nee, da muss es weiter sein. Ich will mir die Belohnung abholen. Sag mal, bin ich doof? Bin ich denn doof? Ich habe keine Ahnung. Bin ich denn wirklich bekloppt? Oder bin ich einfach nur zu blöd, mich zurechtzufinden? Hier komme ich nicht rein, okay. Da sieht alles nach Schrott aus, ja. Ganz genau. In meinen Augen ist das alles Schrott. Ja, wenn du jetzt koreanisch könntest, ne? Engel, was hast du rausgefunden? Was ist mit Tommy? Es tut mir leid. Tommy. Das hat er dir hinterlassen. Das ist... Du elender Narr, was sollte dir denn das ganze Zeug bringen, wenn du dich eh umbringen lässt? Aber mal so richtig absahen, ja, ist klar. So sinnlos, wenn du tot bist. Tommy, du Narr. Hey, alles okay? Ja. Ja, mir geht's gut. Ich sollte zurückkehren und mich um das kümmern, was er hinterlassen hat. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal zu dir sage, aber... Danke. Ich will nichts sagen, aber das hat sich richtig gelohnt. Aber hier soll trotzdem noch irgendwo ein Safe sein. In der Nähe vom Schrotthändler, hat er gesagt. Verstehe ich jetzt nicht. Verstehe nicht, wo hier ein Schrotthändler sein soll. Bei C und T. Du kriegst halt hier auch keine Infos, ne? Leiles Gemischtwarenladen, Infohändlerin, Hair Saloon, Sisters Junk, sagt mir nichts, sagt mir alles nichts. Ah. Komm, drauf geschissen. Der Mensch sieht ein bisschen gelb aus, ne? Nicht gerade so gesund. Von der Farbe her.
Das ist das Café, das ist der Lift. Yay, Dose. Karamell Macchiato, oh my. Sieht der blöd aus. An alle Holzköpfe, die immer noch an Mutters Berg glauben. Ja, da bin ich auch mittlerweile nicht mehr ganz so safe. Dixion Nummer 1. Zugangscode. Hier? Ich schreibe mir das jetzt nicht auf, ist mir zu viel. Nimmt man mit. Lemon! Bestimmt eine koreanische Gammelmarke von Sprite. Wer bist du? Oh, du bist der Engel, von dem ich so viel gehört habe. Verzeih, hab dich nicht erkannt. Oh, alles gut. Das muss dir nicht leid tun. What the fuck? Ja. Konntest du dich umsehen? Unser Angebot ist wohl nicht so beeindruckend wie das, was du aus der Kolonie kennst. Nein, das stimmt nicht. Mach's gut. Ich hab keine Ahnung. Irgendwo ein Safe. Naja, komm. Will ich mal die scheiß Kackzahlen in diesen Müll da eingeben. Ah. 4, 6, 1, 5. Hier 615. Also das war falsch. +6 × −6. Hatten wir, ne? 71 + 6 = 77 und 71 − 6 = 65 × 77. Warte mal, da habe ich mich vertan um 10er. Dieses Rätsel ist schwerer als das davor. Das Rätsel ist der Müll. Gerät sollte dringend überholt werden. Egal. Es sollte helfen zu verstehen, wie es um diese Stadt steht.
Arithmetik, was? Ich spüre die Verzweiflung meines Auftraggebers. Sollte ich helfen? Gucken wir mal. Neue Mission. Gucken wir mal. Ich habe aber das Gefühl, es ist jetzt einfach nur noch Schätzen redest du da? Ich nehme sie dir nicht weg. Sag mir nur, was du meinst. Schätze. Boop. Meine Schätze. Unsere. Mother's Fears Schätze. Das sind... Du hast die Memory Sticks für dich behalten, weil du sie für Schätze hältst? Meine Schätze. Ich bin geflohen. Ich musste Schätze zurücklassen, die ich hätte beschützen sollen. Die Schätze. Die Natibas sind daran schuld. Die Natibas. Von wo bist du geflohen? Sind da noch mehr Memory Sticks? Willst du mir helfen? Die Schätze! Bring mir die Schätze! Die große Wüste. Ruinen im Sandsturm. Ich verlor meine Schätze. Unsere Schätze. Okay, okay. Ich kann es sein, dass das so eine Art dummer Gollum ist? Meine Schätze! Ah, meine Schätze! Ja! Ah. So, sprich im Unterschlupf mit Adam. Großen Wüste. Große Wüste. Eidos 7. Wüste, Eidos 7. Wüste. Wüste, Matrix 11. Wüste, Eidos 7. Sammle Netzwerkzugriffscode ein. Große Wüste, ja. In Matrix 11. Matrix 11. Eidos 7. Eidos 7. Weißt du was? Ich fahre jetzt nach Eidos 7. Und dann ruhe ich mich mal aus. Ich habe nämlich keine nachfüllbaren Tränke mehr. Ich würde eigentlich mal gucken. Gegenstände. Wo habe ich denn meine Gegenstände? Hier. Vita Coin 20. Ich brauche 30, um mir neue Outfits zu holen. Sag Bescheid, wenn du etwas brauchst. Wir haben genug Materialien, oder? Also das Sport in Gelb sieht für mich aus. Was zum Geier? Wenn das keine Referenz zu Kill Bill ist. Aber das werden wir nicht anziehen. Ja.